Aber aufhören. Es gibt auch eine Sache, die eine gewisse, sagen wir mal, negative Dynamik entwickelt. Das ist die Kluft zwischen Arm und Reich. Und wir wollen wissen, wer von beiden hat eigentlich recht? Hm? Wie teuer war Ihr letzter Friseurbesuch? Meine Freundin ist Friseurin, nicht? Ich habe jetzt für diese Frisur gestern bezahlt, ganz einfach 50 Euro. Gibt's doch nicht. Okay. Ich gehe gar nicht zum Friseur. Nee. Ich schneide mir die Haare selber. Oh Gott, naja. Das mache ich alleine. Ich will ja. Ich gehe nicht zum Friseur, also weiß ich nicht mehr. Irgendwann, als ich 9 war, keine Ahnung. Ja, ein bisschen verschnitten, aber och. Geht. Wächst er wieder nach? 45 Euro habe ich bezahlt, aber für Farbe, Schneiden und Föhnen und Strähnchen. Waren günstiger. 10 Ostmark. Das ist mal so schwer. Ja. Ich habe nie Haare geschneidet bei einem Haarschneider. Nie. Ich mache das immer selber. 20 Jahre her, keine Ahnung. Kann ich Ihnen sagen, 85 Euro. Holla, da kriegt man aber jede Menge Flachmänner für, oder junger Mann? Ja, nicht lachen, was kostet der denn? Am Kiosk, 4,50. Nur 2 Euro, 2. Denk nach! 1 Euro, 1,50 Euro. 1,50. Na komm, Flachmann. 2,50 Euro. 2,50. Aber ich trinke sowas auch. Ja, ich weiß, aber wie sieht's aus beim Feuerzauber Texasdorf, hm, Silberlocke? Können Sie den Namen noch mal bitte wiederholen? Der Feuertopf. Die 850 oder die 1240? 99 Cent. Schwachsinn. Wirklich? Aldi, die haben Dosenpreise, weiß ich nicht, 1,49. Nochmal 1,49. Also nix. Konserven, so, alles frisch. Klar, am liebsten Menü im Adlon. In so Adlon kann man gehen, warum auch nicht? Ab und zu. Und Quanta Costa Superhirn. Tippung auf 45 Euro. Oh, kenn ich mich nicht mit aus. Ja, vielleicht 120 Euro. Ist nur günstig, ja. Hab's. 39? Nee, dann bist du wenig. 42 und ein paar zerquetschte. 50 Euro. 50 Euro? 60? Nächste Frage. Nee, aufmachen. Oh Gott, ja, klopf doch mal drauf. Muss ich irgendwo draufklopfen? So. Ja, sag ich doch. Klopfen, klopf, klopf, klopf. Mach mal. Oh Gott. Ja. Oh. Na also. Das gibt's ja nicht. Oh Gott. Oh. Ist die doof. Aber essen muss ich es nicht, nee.